Hallo, hier bin ich mal wieder und zwar mit dem Turnier in Selbstmünde. Die ersten beiden Videodateien sind leider von der Qualität her nicht so hochwertig, weil die mit einem anderen Handy gemacht wurden, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Denn ihr seht jetzt als allererstes Helms allererstes E-Springen mit Poldi. Wir haben uns ja lange hin und her dafür entschieden, das in Selbstmünde zu nennen, weil ich wusste, dass der Parcours da recht fair gebaut ist und weil ich denke, dass sie dem Ganzen gewachsen ist. Ich finde, sie hat das auch super gemacht. Sie hatte leider zwei Stops, werdet ihr gleich sehen. Das liegt einfach daran, dass Poldi auf Turnier sehr viel mehr Gas hat als zu Hause. Ich denke, das sieht man hier auch, dass er da einfach sehr fleißig vorwärts läuft. Und dadurch ist sie einfach manchmal nicht bestimmt genug zum Sprung hingeritten, sondern ist ein bisschen in dieses, oh, er rennt los, er will da bestimmt drüber gekommen. Und Poldi muss man schon natürlich trotzdem zum Sprung hinreiten, denn ansonsten, wenn eben eine Distanz nicht passt, dann rennt er da einfach dran vorbei. Jetzt kommt sie nämlich beim nächsten. Da habe ich ja vorher beim Abgehen schon gesagt, dass sie da außen dran sein muss. Aber ich denke, das lernt sie auf jeden Fall auch. Das werden wir auf jeden Fall weiter üben. Ansonsten bin ich aber super zufrieden, denn ich finde, man sieht einen riesig großen Fortschritt. Sie kommt viel besser in der Bewegung mit. Sie traut sich aber auch wirklich, dass er vorwärts laufen darf, dass sie ihn da nicht jedes Mal abwirkt. Sie ist die Sprünge, die sie verweigert hat, einfach nochmal neu angeritten und hat es dann auch jedes Mal geschafft, sie den Parcours bis zum Ende durchgeritten. Und ich finde, das ist auf jeden Fall erstmal ja, der wichtigste Punkt. Sie hat am Ende für den Ritt keine Wertnote bekommen. Dazu habe ich ja schon mal was gesagt. Hier, neben ist sie nämlich auch nochmal vorgeritten. In dem Follow Me Around aus Eckerstedt. Ich persönlich finde das immer schade, wenn die Richter sich dafür entscheiden, das als Übungsritt gelten zu lassen. Denn ich ganz ehrlich habe einfach gern Wertnoten. Und ich weiß, dass Helen auch gerne eine bekommen hätte. Und selbst wenn es eine 3,7 war. Es gab übrigens eine in dem Springen, die eine 1,7 bekommen hat. Von daher ja, finde ich das schade, wenn die Richter das so für einen entscheiden. Ich meine, wenn man selber die Hand hebt und sagt, okay, ich möchte keine Wertung, dann ist das eine Sache. Aber in dem Fall hat das ja der Richter für sie sozusagen entschieden. Und ja, das finde ich schade. Diese Kurve habt ihr hoffentlich gerade gut gesehen. Die wird nämlich nochmal später Thema in dem Video. Aber ich erkläre euch dann, warum. Als nächstes war ich dann übrigens mit Quintino dran. Ich habe mir ehrlich gesagt keine großen Vorstellungen gemacht. Das letzte Springen in, oh je, wo war das denn? Eckelstedt, glaube ich. War leider nicht so gut, also da war er leider wieder sehr unkooperativ. Und ich weiß gar nicht, war das Eckelstedt? Auf jeden Fall war das letzte Springen nicht so gut. Und deswegen habe ich mir ehrlich gesagt nicht so große Hoffnungen gemacht. Also beim Abreiten war er gut, aber ich finde die Sprünge in Selbstmünde auch recht gruselig. Also die, was so die Stände angeht, das ja auch mit Schweinchen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir erstmal jetzt nicht so große Hoffnungen gemacht. Ich habe mir vorgenommen, einfach solide durchzureiten, ihn einfach schön vorwärts zu reiten, aber trotzdem gut bei mir zu haben. Ich bin jetzt gleich beim Reinreiten herumgetrabt, dass er sich alles mal angucken kann. Aber super entspannt, muss ich sagen. Also er hat jetzt auch überhaupt nicht groß geglotzt oder irgendwas. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber dahinter, wo ich gerade war, da war nämlich auch nochmal ein Sprung. Und den wollte ich auch nochmal gerne ihm zeigen. Deswegen bin ich da hinten nochmal kurz im Schritt lang und dann da bei dem Banner nochmal lang. Und dann habe ich, ja, wollte ich eigentlich grüßen, aber da haben sie jetzt noch ein bisschen was erzählt. Deswegen hatte ich jetzt nochmal die Zeit und konnte hier nochmal so eine Volte rumtraben und da hinten nochmal bei den Bannern. Mich freut das immer, ehrlich gesagt, wenn ich da so die Möglichkeit habe, ihm das dann nochmal alles in Ruhe zu zeigen. Und dann habe ich gegrüßt und dann ging's los. Und ich habe schon so beim Losreiten gemerkt, dass er richtig gut drauf war. Also auch, dass er sofort schön losgaloppiert ist und ja, überhaupt nicht sich ablenken lassen hat von den Bannern und den Lautsprechern und so weiter und so fort. Beim ersten muss ich dann noch ein bisschen drücken. Also da sieht man noch, dass er so kurz überlegt, ob er sich jetzt da zurücknimmt oder nicht. Und danach hat es einfach irgendwie klack gemacht. Das hat so Spaß gemacht. Ich kam mit einem fetten Grinsen raus, weil es einfach total gepasst hat. Also er hat super auf meine Hilfen gehört, hat alles umgesetzt, was ich wollte. Ich kam super zum Reiten und ja, wir hatten einfach total Fluss. Wir konnten einen richtig schönen Parcours reiten, der aber auch technisch schön war. Ich konnte den leichten Sitz zeigen. Er ist jedes Mal auf der richtigen Hand gelandet. Einmal ist er falsch gelandet, sofort umgesprungen. Also ich war einfach ja rundum glücklich. Besser hätte er es nicht machen können. Wir haben eine Wertnote bekommen von 7,3, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr zu 1000% sicher und konnten damit am Ende noch den vierten Platz belegen, was mich natürlich unfassbar freut, denn ihr wisst ja, dass Quintinos Saison recht holprig war und da ist es natürlich für mich ein mega Erlebnis, dass er einfach bei so einem Turnier einfach dann so abliefert und ich hoffe natürlich, dass es die nächsten Turniere auch so wird, denn ihr seht ja auch von der Höhe her springt der Top. Hier an dem Gelben hat es mal kurz geklappert, aber ist alles liegen geblieben. Von daher, ja, hoffe ich einfach, dass es jetzt so weitergeht und dass es vielleicht Klick gemacht hat und alles, ja, immer weiterhin so gut klappt. An dem Tag bin ich mit Poldi noch eine A-Dressur geritten. Allerdings ging das nicht mit Filmen, wir hatten keinen Trottel dabei. Und Helen musste ja für mich lesen. Und Helens Eltern, die uns gefahren haben, mussten der Poldi, Quintino in der Zeit festhalten. Die Dressur war aber leider auch nicht so besonders gut, denn es war super stressig. Wir hatten den Dressursattel mitgenommen auf den Springplatz.
haben dann super schnell umgesattelt nach dem E-Springen. Ich bin auf Polly dann gewechselt, bin rüber zum Dressurplatz und ich war einfach nächste Starterin. Also ich kam da an und musste sofort ins Viereck rein, saß vorher nur vielleicht 5 Minuten auf dem Pferd auf dem Weg zum Dressurplatz und ich war einfach leider total unkonzentriert. Es war eine solide, gute Runde. Wir hatten einen Patzer drin, weil ich das dritte Verlänger nicht gezeigt habe. Das hatte Helen nicht vorgelesen. Ich hatte die Aufgabe leider nicht im Kopf. Von daher habe ich sie nicht gezeigt und das wirkt sich natürlich auch auf die Wertnote aus. Und ansonsten waren einfach viele Sachen, die besser hätten gehen können. Wir haben am Ende eine 5,8, glaube ich, bekommen oder 5,7, was ich vollkommen okay finde. Denn ja, das war ein oberer Fünferbereich. Letzte Saison hatten wir eigentlich nur so 5-4er in den A-Dressuren. Von daher, ja, war das für mich absolut okay. Ich weiß, ich hätte es besser machen können. Und ja, jetzt seht ihr Helen in der E-Dressur. Das war am nächsten Tag dann. Da ist sie die E-Dressur geritten. Ich glaube, es mit Polly war es jetzt ihre dritte oder vierte E-Dressur. Und Salzmünde ist da ja doch auch immer eine Hausnummer. Aber ich finde, sie hat das richtig gut gemacht. Also mir hat das super gefallen. Ich finde, man sieht eine extreme Entwicklung. Wenn ich da an die letzten E-Dressuren noch von der letzten Saison denke, erinnere ich mich da an viel Punktungenauigkeit und viel unkonstante Anlehnung. Es ist klar, es ist immer Luft nach oben. Man kann immer Sachen verbessern. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber man muss ja die Entwicklung sehen. Und ich finde, die Aufgabe ist wesentlich viel punktgenauer geritten. Und Anlehnung ist viel konstanter da. Stellung, Biegung und Galopp zieht er sich noch ein bisschen da. Hätte sie noch ein bisschen energischer vorwärts schicken sollen. Aber ja, ich war sehr zufrieden mit der Entwicklung und ja, am Ende hat sie eine 5,4 bekommen. Ich fand es ehrlich gesagt sehr niedrig. Man muss ja auch mal so ein bisschen gucken, was an dem Tag so noch da rumlief, weil ich finde, so ein Richter, der, okay, ich pauschal sagen, so, der kriegt immer eine 5,4 und da waren halt ein paar, die ein paar Patzer drin hatten und ich finde, also ich persönlich bin halt immer so vom Richtverhalten her, jetzt, wenn jemand jetzt einen groben Patzer hat, wie im Galopp ausfallen oder im Außengalopp angaloppieren, dann kann er nach meiner Logik jetzt keine schlechtere Wertnote haben, als jemand, der eine solide Runde reitet. Sie hat sich ja jetzt hier keinen Patzer erlaubt. Aber es war natürlich noch mit Luft nach oben. Also von daher wäre das für mich eine 6er-Wertnote gewesen, unterer 6er-Wertnotenbereich. Ich muss sogar sagen, gemessen an dem, was der Richter an dem Tag so für Wertnoten rausgegeben hätte, vielleicht sogar ja, mittlerer 6er-Bereich. Aber so ist das nun mal. Also man kann sich die Wertnoten nicht aussuchen. Ich denke, man guckt vielleicht auch bei den eigenen Kindern ein bisschen in den goldenen Topf. Da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Aber Helen war trotzdem sehr zufrieden und kann sie auch sein, einfach weil es eine schöne Runde war. Und ja. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ein bisschen schwieriger ist. Und zwar gab es bei Poldi und mir einen Sturz im A-Springen. War es das A-Springen? Es war das A-Springen. Ich bin das am Samstag geritten. Und wir sind gestürzt, weil er in einer Wendung den Halt verloren hat, weil er auf dem äußeren Hinterbein, das zu lang ist, weggerutscht ist. Ich hatte eigentlich nicht vor, den Sturz zu zeigen, weil ich finde, das ist nichts, was man irgendwie stolz verbreiten muss. Aber mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen von mehreren Seiten, dass verbreitet wird. Ich wäre mit Poldi gestürzt, weil ich die Ecke geschnitten hätte. Also weil ich irgendwie zu viel wollte, hätte ich mein Pferd bewusst in Gefahr gebracht und diesen Sturz sozusagen provoziert, obwohl ich wusste, dass wir natürlich keine Eisen, keine Stollen darunter haben und dass der Boden rutschig ist. Erstmal Punkt 1, ich wusste nicht, dass der Boden an dieser Stelle besonders rutschig ist. Helen ist das schon ein E-Springen vorher geritten, ihr habt es gesehen, sie ist die gleiche Kurve im Galopp geritten. Ich bin vor meiner Prüfung reingeritten, ich bin alles abgetrabt, weil ich sehr vorsichtig bin, was rutschiger Boden angeht. Der Boden war da super in Ordnung. Deswegen bin ich da geritten. Punkt 2, ich habe diese Kurve nicht geschnitten, das war die normale Kurve des Parcours. Man hätte innen lang reiten können, man hätte die Kurve schneiden können vor dem Sprung. Rum, das habe ich nicht gemacht, das würde ich auch mit Poldi niemals auf dem Wiesenboden machen. Poldi ist nicht besonders rutschaffin, wenn ihr euch jetzt an Eckerstedt erinnert, ich reite den immer auf Wiesen und immer barfuß. Es ist nun mal passiert, es war einfach Pech. Ich habe mir das Video oft genug angeguckt, weil ich dachte, vielleicht war ich doch irgendwie schuld. Man sucht ja nach einer Ursache. Ich kann es mir nur so erklären, es war halt einfach Pech. In dem Moment, in dieser Phase, in der er nur auf dem einen Hinterbein steht, was ja aber eben eh besonders schwach ist, aufgrund des zu langen Kniebandes, ist er weggerutscht, aus welchem Grund auch immer. Und dadurch kam es zum Sturz, weil er sich nicht abfangen konnte. Und zwar ist nichts passiert. Und nach langem Hin und Her überlegen habe ich mich entschieden, am nächsten Tag das A-Springen trotzdem zu reiten. Und wie das geklappt hat, zeige ich euch jetzt. Ich habe wirklich sehr lange überlegt, ob ich das A-Springen reiten möchte, aber ich wusste, wenn ich es nicht reite, dann wird die Angst beim nächsten Mal mitreiten. Die Angst zu stürzen, die Angst oder die Unsicherheit, ob das Pferd überhaupt ausbalanciert laufen kann. Was mich ein bisschen geschockt hat, war, dass es ein A mit ansteigenden Anforderungen war. Ich dachte, es wäre ein normales A. Das kam mir aber entgegen, weil so waren die ersten Sprünge einfach auf E-Höhe und ich habe mir gedacht, okay,
wenn das gut läuft und ich aber das Gefühl habe, das reicht schon für mein Gefühl, hebe ich einfach die Hand. Der letzte Sprung war recht hoch, es war A2 Sterne, das sind natürlich Sachen, die wir schon gesprungen sind. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich den anreiten möchte. Ich wusste, dass ich mehrere Kurven im Trab reiten werde, eben um ein Risiko des erneuten Sturzes auszugleichen. Ich wollte gerne hier die erste Kurve schon im Trab reiten, da ist er mir aber zu flott geworden, deswegen bin ich hier sehr eng rum, um nicht auf irgendwelchen rutschigen Stellen zu kommen und habe dann einmal hier den Galopp korrigiert. Aber ja, am Anfang hat man einfach auch die Unsicherheit bei mir extrem gemerkt. Und dazu kommen es jetzt auch gleich zu zwei Stangen, die fallen, die auch absolut auf meine Kappe gingen. Ich glaube, es war sogar nur eine. Nämlich hier diese lange Seite wieder runter. Da ging es genau hier ja in diese Ecke rein. Und ich hatte total die ganze Zeit im Kopf und dachte, was, wenn ich ihn nicht durchpariert kriege, wenn er so viel Gas hat, dass wir wieder um diese Kurve müssen. Denn es war ja wieder die gleiche Kurve. Deswegen habe ich ihn einfach in die Distanzen reinrennen lassen, weil ich ihn ja nur noch darauf fixiert war, ihn durchparieren zu müssen danach. Ich habe ihn aber sofort nach dem Oxer durchpariert bekommen, so war also alles gut. Da hätte ich einfach ein bisschen nervlich, ein bisschen stärker sein müssen und einfach die Distanz durchreiten müssen, dann hätte das ja auch gepasst bei dem Oxer. Dann bin ich eben, wie gesagt, die besagte Kurve im Trab geritten, konnte dann aber wieder gut angaloppieren vor der Kombination. Und die Kombination hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und dann kamen eben die beiden höheren Sprünge. Den außen habe ich einfach überhaupt nicht getroffen, also den Schweinchensprung. Aber auch hier muss ich sagen, weil ich halt geistig die ganze Zeit überlegen, willst du den letzten reiten oder nicht? Denn ich bin den Boden vorher zu Fuß abgegangen und ich fand ihn nicht besonders rutschig, aber man denkt halt drüber nach. Und ich habe überlegt, willst du diesen Sprung wirklich reiten oder hebst du davor einfach die Hand? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht zu schade, die Hand zu heben und mein Pferd zu schonen. Aber ja, man will doch so einen Parcours dann auch zu Ende reiten und der ist wirklich richtig schön gelaufen an dem Tag. Und nur rutschig, klar, wie gesagt, es kann immer passieren. Er ist mir vorbeigerannt am letzten Sprung, weil ich einfach mir selber nicht klar war, will ich darüber. Ich habe dann überlegt, die Hand zu heben und habe mich dagegen entschieden, weil ich wollte es noch einmal mit 100% versuchen. Und Polly hat das belohnt mit einem wunderschönen Sprung. Ja, und ich denke, dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Es ist meine Entscheidung gewesen. Ich wollte gerne das Gerücht aus der Welt schaffen und mich in diesem Moment jetzt dafür rechtfertigen, weil ich es schlimm finde, wenn mir unterstellt wird, ich würde bewusst die Gesundheit meines Pferdes irgendwie gefährden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen ungeordnet und durcheinander war. Dann gebt ihm einen dicken Daumen hoch und schreibt mir einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!